Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Deutschland unterstützte US-Drohnenangriffe in Pakistan. Nach Informationen von Amnesty International hat Deutschland den USA-Geheimdienst Informationen geliefert, die den völkerrechtlich umstrittenen Angriffen mit unbemannten Kampfflugzeugen dienten. So habe Deutschland dem US-Geheimdienst CIA beispielsweise Daten wie Handynummern von späteren Drohnenopfern geliefert. Amnesty bezieht die Informationen aus den Aussagen pensionierter pakistanischer Geheimdienstoffiziere und der Untersuchung von 45 Drohnenangriffen an der pakistanisch-afghanischen Grenze. Dem Amnesty-Bericht zufolge waren vor allem ZivilistInnen Opfer der Drohnenangriffe. Die Angriffe stellten einen Bruch des Völkerrechts dar. In Einzelfällen sieht Amnesty sie gar als Kriegsverbrechen. Die Goldene Morgenröte bekommt kein Geld mehr vom Staat. Gestern Abend hat das griechische Parlament der faschistischen Partei die Parteienfinanzierung entzogen. Mit großer Mehrheit stimmten die Abgeordneten für eine Gesetzesänderung. Derzufolge wird Parteien die staatliche Unterstützung gestrichen, wenn ihr Vorsitzender oder mindestens ein Zehntel ihrer Abgeordneten angeklagt sind, wegen der Gründung oder der Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung. 6 der 18 Abgeordneten der Goldenen Morgenröte sitzen in Untersuchungshaft, weil ihnen die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen wird. Der Parteichef und 2 weitere Mitglieder befinden sich in einem Hochsicherheitsgefängnis. Ende September wurde der antifaschistische Musiker Pavlo Fürsas erstochen, laut Staatsanwaltschaft von einem Mitglied der Goldenen Morgenröte. Im Zuge der Ermittlungen hat die Polizei die Immunität von 6 Abgeordneten aufgehoben. Die Politikwissenschaftlerin Caroline Philipp erklärte gegenüber Radio Dreieckland, wie die Goldene Morgenröte auf die Anschuldigungen reagiert. Der Pressesprecher von der Partei, Kassidiaris, hat eben gesagt, dass die Partei zu Unrecht beschuldigt wird, dass versucht wird, mit den Anschuldigungen eine Bürgerkriegsatmosphäre zu schaffen und die Khrisyavgi, die Goldene Morgenröte, verunglimpft werden soll. Und das finde ich so interessant, weil wenn man verfolgt, was die Khrisyavgi, die Goldene Morgenröte, in der Vergangenheit getan hat, um eben von ihrer Seite aus die griechische Gesellschaft total zu spalten in Griechen und Nicht-Griechen, in Rechte und Linke, dann ist es einfach lächerlich. Großbritannien will 2 neue Atomkraftwerke bauen. Der französische Energiekonzern EDF, der französische Anlagenbauer Areva sowie 2 chinesische Atomkonzerne werden den Bau der beiden Atommeiler im südwestenglischen Hinkley errichten. Die geplanten Kosten liegen umgerechnet bei rund 19 Milliarden Euro. Die britische Regierung bürgt nicht nur zu 65% für die Baukosten, sondern garantiert den Investoren überdies einen Abnahmepreis von fast 11 Cent pro Kilowattstunde. Fast doppelt so viel wie der aktuelle Marktpreis. Diese indirekte Subvention führt dazu, dass nun die EU-Kommission entscheiden muss, ob der festgesetzte Einspeisetarif eine unerlaubte Staatshilfe darstellt. Großbritannien war in der Vergangenheit mit dem Versuch gescheitert, auf EU-Ebene die Atomenergie den erneuerbaren Energien gleichzustellen. Nur dann wären Subventionen gerechtfertigt. Die Briten gelten als relativ atomkraftfreundlich. 2/3 der Bevölkerung befürworten den Bau neuer Meiler. Ausspähung durch NSA sorgt für Empörung in Frankreich. Berichten der Tageszeitung Le Monde zufolge überwachte die NSA allein innerhalb eines Monats über 70 Millionen Telefonverbindungen in Frankreich. Betroffen waren unter anderem Geschäftsleute, Regierungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Politikerinnen und Politiker. Auch SMS und ihre Inhalte seien aufgrund bestimmter Schlüsselwörter abgefangen worden. Die Zeitung berief sich dabei auf Dokumente des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden. Außenminister Laurent Fabius bezeichnete die Überwachung als, Zitat, zwischen Partnern völlig inakzeptabel. Der US-Botschafter in Paris wurde aufgrund der Enthüllungen ins Außenministerium zitiert. Regierungschef Hollande will in einem Telefonat mit US-Präsident Obama tiefe Missbilligung geäußert haben.